So, willkommen zur Auslosung des Grand Slam of Darts 2014 des UEFA, der Dartverband, in der Pause des PDC World Matchplays. Ja, wir haben gerade den Sieg von Simon Whitlock gesehen. Und erstmal eine kurze Erklärung, da der Grand Slam ja etwas anders abläuft als letztes Jahr. Dieses Jahr, also wir sehen hier, es sind insgesamt 12 Teilnehmer. Die Top 6 der Rangliste und die Top 6 der Championship-Rangliste. Und es gibt insgesamt drei Töpfe. In Top 1 sind die vier gesetzten Spieler, die Top 4 der UEV-Rangliste. Das sind in dem Fall Jonas Kunzelmann in Gruppe 1 gesetzt, auf Platz 1 gesetzt. Dann Julian Weber in Gruppe 3 auf Platz 2 gesetzt. David Kunzelmann auf 3 gesetzt und Julian Schulze in Gruppe 4 auf 4 gesetzt. Die sind schon in den Gruppen zugeordnet und das heißt nur noch Top 2 und Top 3. Aus jedem Topf wird in eine Gruppe jemand dazu gelost. Gespielt wird dann hier, sehen wir den Spielplan. Best of 5 Legs auf 4 Boards. Auf Twitter. Turnier geht um 12:30 los. Um ca. 14 Uhr sind wir dann mit den Viertelfinals live auf Twitch TV. Ja, der Spielplan steht auch schon so gut wie fest, nur noch also es müssen nur noch die Spieler zugelost werden. Zuerst gibt es immer das Duell der zwei ungesetzten Spieler zwischen Top 2 und Top 3. Danach der Sieger gegen den Gesetzten und danach der Verlierer gegen den Gesetzten, wie man hier schön sehen kann. Jede Gruppe ist einem Board zugeordnet. Und ja, die Top 2 aus jeder Gruppe qualifizieren sich dann fürs Viertelfinale zu den Gruppen. Es geht zuerst natürlich nach gewonnenen Spielen. Falls es gleich sein sollte, kommt es auf die Leckdifferenz an. Und falls die auch gleich sein sollte, dann kommt es auf den direkten Vergleich an. Danach, ab dem Viertelfinale, K.O.-System, Single K.O. Der Spielplan ist schon komplett fest, also da muss nur noch zugelost werden. Der Sieger trifft natürlich immer auf einen Gruppenzweiten. Siegergruppe 1 trifft auf zweiten Gruppe 2, Siegergruppe 2 auf zweiten Gruppe 1 und so weiter. Im Viertelfinale wird dann Best of 7 Legs gespielt. Allerdings nicht alle Spiele auf einem Board, sondern da werden wir wahrscheinlich auf zwei Boards spielen, auf Board 1 und Board 4. Die Reihenfolge und auf welchem Board die Spiele im Viertelfinale stattfinden, ist noch nicht geklärt, deswegen steht hier Board-Fragezeichen. Ab dem Halbfinale Best of 9 Legs auf einem Board. Da stehen die Halbfinalpaarungen auch schon fest, sollte. Also der Sieger Gruppe 1 oder der zweite Gruppe 2, das wäre hier das erste Spiel, trifft dann aus den Siegern Gruppe 4 oder zweiten Gruppe 3. Das heißt, falls sich die beiden gesetzten Spieler auf 1 und 4 durchsetzen, im Gruppenerster werden und dann im Viertelfinale gewinnen, treffen sie im Halbfinale aufeinander. 1 gegen 4 und 2 gegen 3. Das ist der Sinn dahinter. Im Finale ist ja dann eh egal. Dort wird Best of 11 Legs gespielt. Ja, der Sieger bekommt 600 Punkte, der zweite 300. Den Rest weiß ich jetzt gar nicht auswendig, den könnt ihr von der Facebook-Seite nachschauen. Und ich glaube, zum Spielplan müsste jetzt alles geklärt sein. Wir haben hier die zwei Lostöpfe. Der funktioniert noch nicht ganz. Okay. Ja, gut, dann der funktioniert. Dann losen wir erst Top 2 und danach Top 3. Also zuerst werden jetzt alle vier Spieler aus Top 2 zu den Spielern in Top 1 zugelost und jetzt haben wir als allererstes den Gegner von Jonas Kunzelmann in Gruppe 1, also aus Top 2. David, los für uns. Hallo. Was machen wir dich, ne? Das ist Sebastian Kolecko. Der trifft dann, haben wir hier in Gruppe 1 gegen Jonas Kunzelmann. Kann ich gleich über Verliererspiel 1 anschauen. So, dann der Gegner von David Kunzelmann aus Top 2. Heiko Eberlein. Nur ein Grinsen von David Kunzelmann. So, damit haben wir noch Ricardo Petrezko und Frank Behringer. Der Gegner von Julian Weber, Top 2. Frank Behringer. Herr Schulze. Und wir beide würden
Vielleicht Und haben das wir ja heißt dann mal Glück. automatisch, dass Ricardo Pietrezco auf Julian Schulze trifft in Gruppe 4 auf Board 4. So, jetzt haben wir noch Topf 3 zum Auslosen. Kurze technische Probleme. So, jetzt wird wieder genauso gelost. Das heißt, als allererstes den Gegner von Jonas Kunzelmann und Sebastian Kolecko. In Top 3 sind Sascha Schreiber, der sein erstes Major-Turnier spielen wird, Benny Neudecker, der auch mal wieder dabei ist, ebenso wie Jakob Heuber und Sebastian Kolecko ist Sascha Schreiber. Viel Spaß. In Gruppe 1, also das ist auf jeden Fall eine ordentliche Gruppe, würde ich mal sagen. So, Gruppe 2 haben wir dann den Gegner von David Kunzelmann, Ja, Heiko klar, ich spiele immer Eberlein gegen Jakob. und Jakob Heubeck. Pumuckl spielt also gegen seinen Kumpel David Kunzelmann. In Gruppe 3, Top 3, der Gegner von Julian Weber und Frank Behringer ist Benjamin Neudecker. Für mich eine sehr ausgeglichene Ja. Gruppe, also da kann wirklich alles passieren. Und automatisch dann, wir haben es hier vergessen einzutragen, Sascha Schreiber. Topf 3 war Jakob Heubeck. Hier haben wir Benjamin Neudecker. Das ist 30 Sekunden her und trotzdem was gewonnen. Und automatisch wird Fabian Schreiner dann in Gruppe 4 zugeordnet. Spielt gegen seinen Doppelpartner Ricardo Pietrezco zum Auftakt. Fabina. So, dann haben wir hier die Auslosung. Das sind die vier Gruppen. Es sind auf jeden Fall richtig interessante Gruppen dabei, würde ich sagen. Vor allem Gruppe 1 und Gruppe 3 ist für mich extrem ausgeglichen. Auch Gruppe 4, zwei Top-Spieler zurzeit, Ricardo auf jeden Fall, auch Julian Schulze zurzeit, zwei Turniergewinne, Uefa Dortmund gewonnen, sein letztes Championship gewonnen. Und auch in der Kann man Gruppe nichts 2 sehen. wird es, glaube ich, interessant. Ja, wie sieht es dann im Viertelfinale aus? Der Sieger von Gruppe 1 trifft auf den zweiten von Gruppe 2. Also da haben wir mögliche Paarungen, Jonas Kunzelmann gegen seinen Bruder oder vielleicht sogar gegen Heiko Eberlein, Sascha Schreiber haben wir da auch, Sebastian Kolecko und Gruppe 3 gegen Gruppe 4 kann auch richtig interessant werden. Zum Beispiel die zwei Julians gegeneinander oder mal wieder Ricardo gegen Julian Weber. Also es sind auf jeden Fall richtig interessante Spiele dabei. Gruppenphase Best of 5. Drei Spiele pro Board um 12:30 Uhr geht's los. Der Livestream wird dann mit den Viertelfinals beginnen. Circa gegen 14 Uhr, kann aber auch schon etwas eher sein. Das kommt darauf an, wie schnell wir die Gruppenspiele rumbekommen. Ja, Was Frank gegen gibt's? Benny kann ein bisschen dauern. Was gibt's abschließend zu sagen? Ja, Spielplan steht fest, die Regeln sind, glaube ich, geklärt. Ja, das war's dann von unserer Seite. Samstag gleich alles, oder? Samstag das komplette Turnier, genau. Finale dann Best of 11 Legs. Ja, jetzt geht's ja. Vielleicht läuft es ja schon. Van Gerwen gegen Dave Chisnall. Zweites Viertelfinale beim PDC World Matchplay. Zwar nicht ganz so interessant wie der UDV, aber kann man sich schon mal anschauen. Also dann hoffen wir euch am Samstag hier wieder begrüßen zu dürfen um 14 Uhr circa. Ja, könnt ihr schon ein bisschen früher drauf gehen. Ja, dann verabschieden wir uns und noch einen schönen Dartsabend und ja, auf Wiedersehen. Gute Nacht.